بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag, inshallah. Und ich werde inshallah bi'inillah azza wa jal heute über einen ganz besonderen Menschen sprechen, über einen gewaltigen Menschen, den wir als Vorbild nehmen können und erhobenen Hauptes stolz darauf sein können, dass wir in unserer Umma solche Männer hatten, die wir als Vorbilder nehmen können. Ein Mann, den wir lieben, aus dem Glauben heraus lieben und lieben müssen. Und die Liebe zu diesem Mann ist ein Zeichen des Glaubens. Bevor ich inshallah damit beginne, wollte ich aber wenige Minuten über ein anderes wichtiges Thema sprechen, liebe Geschwister. Und zwar ist das Thema, dass wir Muslime dazu verpflichtet sind, dass wir als Muslime dazu verpflichtet sind, als Muslime uns Wissen anzueignen, was die Aqida angeht, den Tauhid angeht von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wissen über La ilaha illallah, das Wissen über Islam, über den Islam, über den Glauben, über den Ein-Gott-Glauben, wie man an Allah glaubt und was daran geknüpft ist. Und dass wir uns Wissen über diese Sache aneignen, gehört zu den allergrößten Pflichten, liebe Geschwister im Islam, bevor man diese ganzen anderen Taten macht im Islam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَعْلَمْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Und wisse, also Wissen haben und wisse, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. Und dann bitte Allah um Vergebung. Ja, so ist ein klarer Beweis, wofür? Dass das Wissen und Tauhid kommt, über den Tauhid kommt vor der Tat. Und bitte Allah um Vergebung. Allah um Vergebung zu bitten ist eine Tat, die man macht. Aber fa'alam und wisse, hab Wissen darüber. Ja, nimm dir Wissen, eigne dir Wissen an, über La ilaha illallah, über die Bedeutung von La ilaha illallah, was es bedeutet, was es beinhaltet, was davon die Säulen sind, was es gültig macht, was es nichtig macht und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, weil wir Muslime, viele Muslime auf dieser Welt, leider, die sagen La ilaha illallah. Und der Prophet Muhammad hat uns schon berichtet, dass am Ende der Zeit, wenn die Stunde kommen wird oder kurz bevor die Stunde und Yom al-Qiyamah und der Tag der Auferstehung beginnt, kurz davor wird es Menschen geben, die sagen La ilaha illallah und die wissen überhaupt gar nicht, was es bedeutet. Ja? Und sie werden sagen, wir haben gehört, dass es unsere Vorfahren gesagt haben. Aber sie werden kein Wissen darüber haben. Und auch heute, liebe Geschwister, gibt es sehr, sehr viele Muslime, die kein Wissen haben über La ilaha illallah, was La ilaha illallah bedeutet und wie man das auch praktiziert und wie man das im Herzen hat und was dazugehört und was nicht dazugehört. Und wenn die Leute fragen würde, was bedeutet Iman, was bedeutet Islam, was bedeutet Tauhid, was bedeutet Schirk, was ist Schirk, wie viele Arten von Schirk gibt es und so weiter und so fort, dann würde man sehen, oder dann wüsste man, dass viele, beziehungsweise die allermeisten Muslime keine Ahnung haben über das Allerwichtigste in der Religion, und zwar wichtiger als alles andere in der Religion, und zwar das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und wie man Allah anbeten muss und womit man Allah anbetet und wie man ihn anbetet und was ist akzeptiert und was ist nicht akzeptabel und was macht diesen, ja, und alles, was dazu gehört, ja, ist der Iman, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der Glaube, den wir in unserem Herzen haben, ist es ein einzelnes Stück oder ist das teilbar, geht das hoch und runter oder ist es eins, der Glaube an die Strafe im Grab,